Montagabend, kurz nach 22 Uhr, Ausnahmezustand in Frankfurt-Altsachsenhausen. Mit Humper, bengalischem Feuer und Autokorsos feiern die Frankfurter den direkten Wiederaufstieg ihrer Eintracht ins Fußball-Oberhaus. Ein Jahr nach dem unnötigsten Abstieg der Vereinsgeschichte lassen die Anhänger ihren Gefühlen freien Lauf. Geil, es ist einfach geil. Ja, natürlich. Nach der letzten Saison, nachdem er gegen Köln abgestiegen ist, gegen den Erzfeind. Geil! Geil einfach nur, oder? Guck dir es doch an! Film mal darauf! Film mal dahin, ey! Geil, Mann! Schon vor Anpfiff in Aachen war die Stimmung im Frankfurter Kneipenviertel bestens. Jede Kneipe mit einem Fernsehbildschirm zum Platzen voll. Zweimal Mo Idrissou und ein Eigentor der Alemannia ließen die Stimmung dann förmlich explodieren. Am Tivoli stürmten Frankfurter Fans den Rasen, angeblich mit einem Sachschaden von 75.000 Euro, den die Eintracht übernehmen will. Das störte bei den Feierwütigen aber zunächst niemanden. Die abstiegsbedrohten Aachener konnten nicht mal ungestört interagieren. Geben. Ein Spagat. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich weiß natürlich, dass es nicht so einfach ist, wenn der Gegner jetzt darum kämpft, die Klasse zu halten. Deshalb, wir freuen uns natürlich unheimlich, dass wir aufgestiegen sind, aber ich weiß natürlich auch, dass der Gegner leidet. Aber bleibt der Trainer denn jetzt, wo der Aufstieg geschafft ist? Ja, ich habe immer gesagt, wenn er feststeht, dann werden wir uns unterhalten und das werden wir auch tun. Ich habe noch keine Entscheidung jetzt für mich endgültig getroffen. Ich habe allerdings sehr viel Verständnis für unseren Vorstandsvorsitzenden Herbert Bruchhagen und auch für den Aufsichtsrat, dass man schon aufpassen muss, was man immer mit dem Geld dann auch macht. Wir werden uns in Ruhe unterhalten, was das anbelangt. Aber heute freue ich mich einfach, dass wir aufgestiegen sind. Und schon würde Sportdirektor Bruno Hübner am liebsten viel Geld im Voraus in die Hand nehmen, um einen schlagkräftigen Erstligakader zusammenzustellen. Neuerdings soll auch der Mainzer Torwart Heinz Müller im Gespräch sein. Dabei würden sich die Fans schon mit weniger zufrieden geben. Dass die Mannschaft einfach den Klassenerhalt schafft mit der jetzigen Mannschaft, keine Unsummen da reinzustecken, wie damals mit dem Kajo, das war scheiße, wie er die jetzige Mannschaft so formt, dass sie die erste Klasse schafft. Klassenerhalt, das ist das Einzige, was man mit dieser Mannschaft erwarten kann. Also jetzt auch nicht größenwahnsinnig werden, endlos was reinpumpen. Lass dich vom Europapokal singen, im Leben nicht. Manch einer träumt aber doch schon von großen Neuzugängen. Messi, Ronaldo und keine Ahnung, die Maria, alle von Real und Barcelona. Der Wunsch der meisten Fans aber ist erstmal ein anderer.